Oh, da kommt der böse schwarze Ritter und seine Gehilfen. So, die sollte ich natürlich schnell vorher erledigen. Sonst wären das zu viele. Boah, wie ich den eindecke hier. Guck, bam. So, so macht man hier kurzen Prozess. So. Sonst noch jemand hier? Oh, da hinten sind noch zwei. Aber ich glaube, die interessieren mich erstmal nicht. Eisenring und Ohrens. Oh, sogar zwei Ohrens. Das ist sehr gut. So, jetzt Balliste abschießen. Oh, zielen. Und Feuer. Wusch. Volltreffer. Auf den Turm, Männer. Auf den Turm, Männer. Ja. Die Götter sind mit uns. Judy, dann gehen wir mal hoch auf den Turm. Und ich glaube, ja, dafür muss ich mich um die beiden Fatzkes da hinten noch kümmern. Aber gar kein Problem hier. Also ich finde das neue Kampfsystem ziemlich cool, sehr actionlastig. Guckt einfach in den Sarg, wie ich den hier vorknöpfe. So, und noch das Art verschossen. Ja, also ne, ich kann jetzt ja hier direkt, sieht das Art so vor mir wegschießen. Das macht auch dann richtig schön kabumm. Hab schon eh alle meine Zeichen zusammen, die wechsle ich hier aus. Das kann ich über die Steuerungstaste machen. Über die kann ich dann auch meditieren. Und zum Beispiel dann meine Talente verteilen oder eben Tränke nehmen. Weil das kann ich nur noch in der Meditation. Dafür muss ich jetzt aber nicht mehr, so wie es im ersten Teil war, immer mehr nervig so ein Feuer suchen. Nein, das geht jetzt auch so. So. Aber bevor ich mich jetzt hier noch fusselig quatsche, muss ich erstmal schauen, dass ich die Typen hier alle erledigt kriege. So, wenn die nämlich so sind, so zack, zack und zack. Genau, wenn die so ein bisschen benommen sind, kann ich so schöne Finishing-Moves machen. Das ist auch ziemlich cool. So. Aber auch sonst hat Art einen sehr durchschlagenden Erfolg. So, da vorne liegt noch ein schönes Geldsäckchen, das nehmen wir auch noch mit. So, sind immerhin vier Ohren drin. So, sollte man alles nicht liegen lassen. So. Denn um die ganzen schönen neuen Rüstungen ja auch anlegen und kaufen zu können, brauche ich ja schließlich Geld. So, aber die habe ich auch alle erledigt. So liegt auch kein Geldsäckchen mehr rum. Von daher, Treppe hoch und ab zurück zu König Volltest. Oh, da wartet schon der nächste Knilch. Da spannt er noch seinen Bogen hier. Da ist er schon tot. Ja, so schnell geht's, Junge. Und der zittert noch. So. So, kann ich da oben lang? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich musste anders. Ja, ich musste anders. Ah, genau, da hinten. Da kann ich so schön rüber. Da war doch gerade irgendwas, was man benutzen konnte, oder? Naja. Badam. Hinauf! Sportlich, Geralt! So. Oh, schaut euch an, ne? Schöne Umgebung hier. Und da unten ist unser Feldlager. So. Oh, die kämpfen. Und ich bin nicht dabei. Lass mir auch jemanden übrig. Dich zum Beispiel hier. Soldat Lafalette. An vorderster Front beschütze König Volltest. Na, den schön noch mit dem Art weggehauen und dich auch noch bearbeitet. Ah. Ah, diese Schildtypis immer. Macht sie fertig! Tschüss! Ja, das ist auch sehr schön. Ja, jetzt hat sie ihn einfach mal runtergehauen, den Guten. So. Ah, da vorne geht's weiter. So. Wie gesagt. Du Furz! Boah, Wein! Tschüss! Und tschüss! So, ich bin als Erster am Turm. Ich will. Und haha. Ja, ich krieg den Wein. Ich krieg den Wein. Die Tür! Schlag die Tür ein! Axtmänner! Haut sie in Stücke! Ja, mei, die Holzhackerburm. Ah, Türe auf. Oh, da warten sie schon auf uns. So. Ich muss mich ja nicht hier als Erster in die Schlacht stürzen. Lieber schön so als ein... Oh, oh, der böse Ritter. Ritter der Lavalettes. Der greift mich direkt hier an. Wie hier so ein bisschen die Action starten.
Oh, oh. Oh, die sind schon wieder. Nee. Boah, das sind ganz viele, die mich angreifen. Hilfe! Ah, schnell weg hier. Oh, nein! Ach, verdammt, da habe ich mich ein bisschen übernommen. Ja, das war mal nix. So, ich hoffe mal, dass mein Spielstand nicht ganz so weit zurückliegt. Ja, aktuellen Spielstand laden. So, liebe Leute, auf ein neues. Aber diesmal lasse ich die hier mal vorrennen, dass ich nicht gleich wieder die Agro von allen habe. So, und jetzt picke ich sie mir schön einen nach dem anderen raus. So. Erstmal nehmen wir ihn hier mit seinem komischen... Was ist das da? Ach, ein Ziegenhut. Ich dachte, das sind Federn. Nein, das... Aha, das ist also der Ziegenpeter hier. So, komm, du stirbst jetzt. Ist lange genug gelebt. Oh, du bist der Nächste. Und du bist auch noch dran. Ja. Ja. Lass mich auch noch, ich will auch noch mal schlagen. Ah, Gruppendresche. So. Wollen wir mal hoffen, dass die hier ordentlich was haben fallen lassen. Was haben wir hier Schönes? Drei Orens. Ah, nehme ich mit. Das ist immer gut. Was haben wir hier hinten? Inkrustierter Silberring und Aufwertung der Rüstung. Aha, gleich mal nachschauen. Also, inkrustierter Silberring, ja, das ist einfach nur Gerümpel zum Verkaufen. Aber Aufwertung der Rüstung. Ja, Rüstung plus 1 kann ich also auf Rabes Rüstung anwenden. Ja, Gegenstand aufwerten, natürlich möchte ich das. Und somit habe ich jetzt Rabes Rüstung mit Rüstung plus 8. Ja, das ist doch ganz cool. So, was habe ich denn dann noch? Noch ein Säckchen mit einem Eisenring und auch einem Ohren. Oh, ich glaube, das war's hier. Hier hinten liegt nichts mehr. Na gut, dann gehe ich jetzt auch die Leiter nach oben und beschütze König Voltes an vorderster Front. Ja, immer noch meine aktuelle Quest. Ja, kurz noch mal etwas den Ausblick genießen und da, ja, startet eine Cutscene. Ah, das war wohl nix. Lasst ab! Oder ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid! Arian Lavalette, das wird keine leichte Aufgabe. Ergib dich, Arian! Deine Ehre bleibt unberührt! Ach, fick dich selbst, König! Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argument. Oh, mit meinem Schwert. Oh, Level aufgestiegen. Sehr gut. So, jetzt muss ich mich da irgendwie nach drüben begeben, ohne hier von Pfeilen erschossen zu werden. An vorderster Front, sprich mit Arian Lafalette. Oh! Oh, Hilfe! Ein paar seiner Gehilfen hier. Nieder mit Voltest! Nieder mit dir! Soldat, der Lafalette. Tja, der muss eben noch nachladen. Derweil wird er aber schon zu Hackfleisch verarbeitet. So. Oh! Du willst es wohl wissen, Junge. Götter! Tja, die können ja auch nicht mehr helfen. Oh, friss Art! Wie geil! Schön, hier einfach runtergekickt. Oh, hier, das Blut hier die Wände runterläuft. So, Geralt im Häcksler-Modus. So. Ja. Lass dir wissen, auch schön. Oh, ich kann ja ein bisschen die Kadaver durch die Gegend schieben. Oh, die haben mich ja sogar beide Arme abgehackt. So, dann habe ich jetzt hier 4 Orens. Sehr schön. So, kann ich den jetzt hier auch wieder runterkicken? Oh, ne. Ja, dafür habe ich den schön episch zur Sau gemacht. Das Schlachtfeld. Ja, sieht ganz cool aus. So, jetzt hier Treppe wieder hoch. Und jetzt die Leiter wieder hoch. Denn wir wollen ja zu Arian Lafalette und ihn davon überzeugen, sich uns zu beugen. So. Ja, da sind wir auch schon. So, hier geht's hoch. Sprich mit Arian Lafalette. Der berühmte Geralt von Riva. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen.
Schluss mit diesem Schlachtfest. Ergib dich und Foltest wird dich ehrenhaft behandeln. Wer garantiert mir, dass er uns nicht allen den Garaus macht? Keiner. Foltest hat nicht nur meine Mutter geschändet. Er paktiert auch noch mit den Nilfgaardern. Der König hat eine ganze Armee, du dagegen nur ein paar tapfere Getreue und deine Ehre. Jeden Moment kannst du alles verlieren. Wähle. Hört ihr das, Männer? Der König hat uns den Hexer geschickt. Er will, dass wir uns ergeben, dass wir Ehre und Stolz vergessen. Schande oder das Schwert des Hexers. Wollt ihr so leben? Wollt ihr vor Foltest den Nacken beugen? Niemals! Bitte sehr, Hexer. Sie wollen nicht. Streck die Waffen, du Narr. Das ist kein Spiel. Und deine Leute müssten nicht sterben. Ergib dich und der König lässt dir Gnade widerfahren. Meiner Mutter hat er schon genug seiner Gnade widerfahren lassen. Und darum willst du was tun? Dich ins Schwert stürzen? Fliehen? Erst hat er sie zur Metze gemacht und sie dann vor den Augen des gesamten Königreichs verstoßen. Wahr? Und weder ein Massaker noch eine Heldentat kann daran noch etwas ändern. Also streck die Waffen. Wenn meiner Mutter was zustößt, dann stirbst du! Auftrag ausgeführt. Oh, wieder im Kerker. Arian Lavalette hat die Waffen gestreckt. Respekt. Hast du ihn gesprochen? Kurz. Dann brachten sie ihn zur Folter. Verräter haben's nicht hübsch. Erzähl. Ja, dann war da ja noch die Sache mit dem Drachen. Ach, richtig. Was ist eigentlich aus dem Drachen geworden? Er hat die halbe Burg zertrümmert, einen Haufen Soldaten getötet und sich dann davongemacht. Wohin? In Richtung Edirne. Mehr weiß man nicht. Wir sind ihm um Haaresbreite entgangen.